Zu DDR-Zeiten sicherlich ein heißes Gerät und so manch einer wird schon seine Finger dran gehabt haben. Aber reden wir jetzt mal nicht über Frauen, sondern wenden wir uns dem heutigen Star dieser Folge zu, dem Terracon 6V. Ein seltener Analog sind es Heiser mit einer geringen Auflage von ca. 1000 Stück. Sicherlich ein Produkt aus dem Geiste der sowjetischen Konstrukteure, hergestellt mit Militärtechnik und vermarktet Ende der 80er Jahre in unserem ehemaligen Nachbarland. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je-Je-Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen. Ja, herzlich willkommen auch im Namen von Walter Ulbricht, denn auf meiner Werkbank liegt heute mal etwas Seltenes. Ich habe hier einen Analog-Synthesizer aus der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Im Vorspann konntet ihr ja schon einiges über dieses Gerät erfahren. Das, was ich hier über dieses Gerät weiß, steht auf diesem gelben Zettel. Optisch steht der Synthesizer noch wirklich gut da, wenn man bedenkt, dass er noch zu Zeiten der DDR gebaut wurde. Dann mal ran an die Arbeit und ich will mal sehen, was ich hier für diesen betagten Kommunisten tun kann. Ja, eine Ähnlichkeit mit vergangener Sowjettechnik ist hier nicht zu leugnen. Das Gute ist, es gibt ein Service-Manual, das mit Sicherheit auf einer volkseigenen Schreibmaschine geschrieben wurde. Ich kann hier die Bebilderung nutzen, um damit in meinem Video näher auf Details einzugehen. Das macht die Sache etwas visueller. Okay, also aus was besteht dieser Synthesizer? Da wäre einmal das Bedienpanel im oberen Gehäuse, dann die Transformatorplatine zusammen mit dem eigentlichen Netzteil unten rechts im Gehäuse. Hier haben wir die Analogleiterplatte mit den 6 Voices, jeweils auf einer eigenen Platine und links daneben die Digitalleiterplatte. Als letztes haben wir dann noch die Bänder-Section und die Tastatur. Ja, das sieht alles ganz ordentlich aus, es scheint alles vollständig zu sein und offensichtliche Beschädigungen sind erstmal nicht zu erkennen. Naja, bei dem Netzteil sieht es etwas, ich will mal sagen, angegammelt aus. Man erkennt hier deutlich Korrosion an den Sicherungshaltern. Das ist sicherlich die erste Sache, um die wir uns kümmern müssen. Und wenn wir schon mal dabei sind, bekommt die Netzteilplatine eine komplette Verjüngungskur. Dazu gehört natürlich auch der Austausch der Filterkondensatoren. Ja, so sollte es am Ende aussehen. Aufgabe erledigt. Zeit für einen ersten Test. Nach dem Einschalten tut sich leider gar nichts. Man sollte jetzt wenigstens mal eine Leuchtdiode oder eine Segmentanzeige sehen können. Wie der Zufall es so will, habe ich gerade noch einen zweiten Terracon hier rumstehen und ich leihe mir zum Testen einfach mal kurz das Gehäuseoberteil aus. Freude kommt auf, denn mit dem Austauschbedienfeld funktioniert das Gerät, also kann man erstmal davon ausgehen, dass bei diesem Gerät tatsächlich nur ein Fehler auf der Bedienplatine vorliegt. Das sind gute Nachrichten. Dann will ich mal schauen, ob hier eventuell auf die Schnelle ein Defekt zu erkennen ist. Möglicherweise handelt es sich vielleicht um eine kalte Lötstelle oder eine schlechte Steckerverbindung.
Wenn man sich diese Leiterplatte so anschaut, möchte man meinen, das ist weit weg von industrieller Fertigung. Das sieht eher aus wie Do-it-yourself. Wieder ein Beispiel für Handarbeit, denn die Durchkontaktierung der einzelnen Leiterbahnen wurde hier mit kleinen Stiften ausgeführt. Ja, im Moment ist hier nichts festzustellen. Da müssen wir später nochmal ran und wir nehmen uns dann auch mal den Schaltplan zur Hilfe. So, weiter geht's. Ich will mir den ganzen Kram mal genauer anschauen und deshalb wird jetzt der Rest auch noch auseinandergebaut. Also ich bin ja der Meinung, dass das Gerät hier wirklich in akribischer Handarbeit hergestellt wurde. Als die Platinen dann in Produktion gegangen sind, hat man wohl festgestellt, dass die eine oder andere weitere Leiterbahn wohl doch noch notwendig gewesen wäre. Eine Neuproduktion kam in der sozialistischen Mangelwirtschaft sicherlich nicht in Frage und so hat man das Problem mit der Verlegung von Kabelbrücken gelöst. Ja, auch hier eine Besonderheit. In diese Netzbuchse passt wahrscheinlich nur ein osteuropäisches Anschlusskabel. Ich habe es mit den handelsüblichen Steckern versucht, aber nichts hat gepasst. Hier müssen wir wohl eine Korrektur vornehmen. Ich habe festgestellt, dass bei diesen Geräten alles, was so an Holzarten verfügbar war, verbaut wurde. Naja, immerhin ist es Massivholz. Plaste und Elaste aus der DDR. Dieser Standfuß ist genauso marode, wie es auch der Start zum Ende hin gewesen ist. Für herkömmlichen Ersatz macht uns leider dieses Loch einen Strich durch die Rechnung. Da müssen wir uns selber Ersatz anfertigen. Ja, was übrig bleibt, ähnelt einer Heckklappe eines Fahrzeuges der damaligen Grenztruppe. Wahrscheinlich stammt die Farbe sogar aus den Beständen der Volksarmee. Man musste halt mit dem auskommen, was man hatte. Okay, ich habe schon mal alle Komponenten gründlich geprüft und gereinigt. Es ist soweit alles prima in Schuss. Jede Platine hat ihre eigene Leuchtdiode, die die Betriebsbereitschaft anzeigt. Leider gibt es aber ein Problem mit der Anzeigenplatine. Wir haben anfangs festgestellt, dass hier keinerlei Aktivitäten zu erkennen sind. Eine visuelle Überprüfung und die Suche nach schlechten Lötstellen hat soweit nichts ergeben. Wobei man dann davon ausgehen kann, dass hier ein Defekt in den verwendeten Bauteilen vorliegt. Die Bestückung besteht hier meist aus Transistoren und Widerständen und 5 integrierte Schaltungen. Hierbei handelt es sich um Logikbausteine, die auch mal kaputt gehen können. Mein Verdacht fällt hier auf diesen Binärumwandler. Ohne diesen Baustein läuft hier auf dieser Platine sicherlich nichts. Das wäre jetzt meine erste Wahl und zum Überprüfen würde ich den jetzt mal rausnehmen. Ja, mein Logiktester erkennt diesen EC nicht. Ich gehe da mal von aus, dass er kaputt ist. Ersatz gibt es aber noch, nur der Preis gefällt mir nicht. Vielleicht wäre es gerechtfertigt, wenn der IC mit der Sojus-Kapsel im Weltraum gewesen wäre. Aber davon können wir jetzt nicht ausgehen. Aber wie es da in der Artikelbeschreibung schon steht, soll ja ein SN74138 kompatibel mit diesem Chip sein. Die Dinger sind Pfennigartikel und sollten in einer Bastlerwerkstatt zu finden sein. Oh ja, es gibt noch einige Bausteine in meinem Bestand und nichts hält uns davon ab, ihn in der Bedienplatine zu testen. Für den Einbau verwenden wir einen IC-Sockel, das erspart uns Arbeit, falls jedoch noch etwas nicht so richtig passen sollte. Gehe nochmal auf Nummer sicher und prüfe vor dem Einbau nochmal die Leiterbahnen. So, alles korrekt eingebaut. Ich bin gespannt, ob wir mit dem Tausch dieses ICs bereits den Fehler behoben haben. Verdammte Axt, da hatte ich doch mal den richtigen Riecher. Wir haben jetzt eine Anzeige in den Segmenten und vermutlich war hier der defekte Baustein die Ursache. Und auch mit dem angebauten Tastenfeld scheint alles so zu funktionieren, wie es soll. Erstmal Grund zur Freude, aber es geht ja noch weiter. Ja, die Tastatur steht an. Eine komplette Aufbereitung lohnt sich immer, denn der meiste Schmutz sammelt sich immer zwischen den Tasten und eine Überprüfung der Kontakte ist sicherlich auch eine gute Idee. Wieder eine Besonderheit. Die Speicherbatterien, in diesem Fall sind es Akkus, befinden sich auf der Tastaturplatine. Eigentlich umständlich, denn zum Wechseln ist jedoch einiges an Aufwand nötig.
Die Zellen sollten jeweils 1,2 Volt liefern und sind in Reihe geschaltet, um auf die benötigte Versorgungsspannung zu kommen. Dass die Akkus noch die Spannung liefern, war klar, denn sonst hätten wir keine Soundpatches im Speicher gehabt und wir hätten keinen einzigen Sound spielen können. Aber wenn wir uns die Zellen mal genau anschauen, sind wir uns einig, dass wir die mal lieber gegen neue tauschen. Was wir hier sehen, sind versilberte Kontakte, die mit dem Sauerstoff in der Luft reagieren und mit der Zeit schwarz anlaufen. Das macht aber eigentlich nichts, denn auch mit der Patina sind diese Kontakte immer leitfähig. Wer jetzt regelmäßig meine Folgen geschaut hat, weiß, dass im Prinzip die Aufbereitung der Tastatur immer gleich abläuft. Unterschiede gibt es bei der Mechanik und bei den Kontakten. Hier haben wir das typische Italian Style. Ja, hier scheint mal ein kleines Malheur passiert zu sein. Irgendeine Flüssigkeit scheint hier mal entlang gelaufen zu sein. Vielleicht war es Rotkäppchensekt oder auch der damals beliebte Weinbrand Goldkrone. Wer kennt es nicht? Ja, hier sehen wir nochmal die versilberten Federkontakte in ihrem schwarzen Kleid. Das sollte aber, solange sie gerade sind, kein Problem sein. So, gibt es denn noch andere Problemkinder? Ja, natürlich. Die Potentiometer. 4 Stück gibt es davon in diesem Gerät. Diese Potis sind aus originaler DDR-Produktion und will sagen, gar nicht mal so schlecht. Solange sie mechanisch nicht beeinträchtigt sind, sollten sie eine Ewigkeit halten. Wenn sie mal nicht mehr richtig funktionieren, dann liegt es bestimmt an der Verschmutzung. Ja, in der Zone war nicht immer alles schlecht. Diese Potentiometer lassen sich nämlich ganz einfach zerlegen und sind damit sehr wartungsfreundlich. Irgendwann mal fanden diese Original-Potis der Bender-Section eine neue Verwendung und stattdessen wurden hier die Regler mit der langen Achse eingebaut. Das können wir so nicht lassen und wir werden sie natürlich wieder austauschen. So, was gibt es noch zu tun? Ja, der Austausch der Netzanschlussbuchse. Die handelsüblichen Buchsen haben praktisch die gleichen Abmaße, sodass der Wechsel hier überhaupt kein Problem darstellt. Ja, mittlerweile ist der Ersatz für die Akkus angekommen. Ich habe sie bei eBay gekauft, nicht ganz billig und vom Gehäuse auch nicht ganz kompatibel, aber wir können sie ohne weiteres verwenden. Ich denke, wir hätten jetzt erstmal soweit alles in Ordnung gebracht und der Zusammenbau steht an. Wir erinnern uns, dass die Holzseitenteile wirklich keine gute Figur mehr gemacht haben. Auch hier hat eine Überarbeitung stattgefunden. Sie glänzen wieder in voller Pracht und werten das Gerät wieder deutlich auf. Um sie noch zu schonen, werden wir sie erst ganz zum Schluss wieder richtig einbauen.
Wir kommen zum Ende und ein paar Kleinigkeiten sind noch zu zuppeln. Und dann können wir auch schon bald das Gerät wieder in Betrieb nehmen. Da wir die Akkus gewechselt haben, ist der Programmspeicher natürlich gelöscht und wir haben keine Sounds im Gerät. Wir könnten jetzt die Parameter jedes einzelnen Sounds händisch von dieser Liste eingeben oder wir benutzen die Tape-Funktion, einer in den 80er Jahren üblichen Methode zur Datensicherung. Wie das zu bewerkstelligen ist, könnt ihr hier in der Bedienungsanleitung zum Tiracon nachlesen. Und dann habe ich das hier noch gefunden. Hier wird wohl eine Reset-Funktion beschrieben für den Fall, dass die Akkus leer sind und die Programmierung verloren gegangen ist. Aber so richtig wird hier nicht erklärt, was dann das Ergebnis ist. Ich habe es nicht ausprobiert, da das Gerät jetzt eigentlich gut funktioniert, aber vielleicht kann ja mal einer berichten, der das schon mal gemacht hat. So, hier hören wir jetzt mal einige Werksounds. Dem einen oder anderen fällt auf, dass die Sounds hier etwas eierig rüberkommen. Das ist analoge Technik. Der Schaltkreis muss sich erst einmal aufwärmen, danach wird es dann besser. Zusätzlich kann man noch die Auto-Tune-Funktion ausführen, um hier ein besseres Ergebnis zu erzielen. Im Grunde aber funktioniert das Gerät einwandfrei. So, jetzt aber wirklich noch schnell die letzten Sachen erledigen. Dazu habe ich dann noch die fehlenden Poti-Knöpfe, die Standfüße und den Joystick im 3D-Druckverfahren hergestellt. Das hat mir mal wieder viel Spaß gemacht und so aufwendig war diese Reparatur und Aufbereitung eigentlich nicht. Es war nicht alles schlecht in der DDR und dazu gehört sicherlich auch der Tiraconf. Er liefert den typischen Analog-Sound, ist leicht zu programmieren und durchaus vergleichbar mit dem Korg Poly 61. Vielleicht steigt ja dieser Genosse noch in der Gunst der Synthesizer-Enthusiasten und wird irgendwann zu einem beliebten Sammlerobjekt. Thank you.
Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt und ich hoffe, dass es bei eurem eigenen Projekt hilfreich ist. Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns dann in der nächsten Episode hoffentlich wieder.